In unserem letzten Video haben wir euch gezeigt, wie wir hier angefangen haben, diese Rutsche aus 30 Badewannen zu bauen. Nächsten Montag zeigen wir euch dann, wie wir wirklich damit rutschen. Eigentlich wollten wir jetzt nur noch ein Rutschvideo machen, aber es war echt so eine krasse Arbeit, das zu bauen, dass wir gesagt haben, wir zeigen euch jetzt nochmal, wie das ganze Ding entstanden ist. Wir fangen jetzt erstmal an, die Kurve unten mit der langen Rutsche zu verbinden. Die Verbindungsstelle hier ist ein bisschen schwierig, an dem unteren und dem oberen Teil, aber es ist ganz schwierig. Warte doch, so. So, hält es? Soll halten. Schaff's. Helga, willst du sagen, das ist vom TÜV abgenommen oder eher nicht? Weiß ich doch nicht. Hier vorne das Ende heben wir dann hoch. Aha. Und dann gehen wir hier so in den Pool rein. Hier kommt jetzt die allerletzte Badewanne dran. Die ist sogar richtig schön blau und passt perfekt zu unserem Pool. Wir haben keine Ohrenschützer, aber wir haben eine sehr geniale Idee. Hier abgemessen, das passt einfach perfekt da rein. Ich frage mich, was unsere Nachbarn sich hierbei denken. Die machen gerade ihre Büsche richtig schön und wir bauen einfach so eine viel schönere Rutsche in den Garten. Darf man mal fragen, was ihr hier mit der Badewanne vorhabt? Gar nichts. Passt ihr oder passt nicht? Nee. Der Anfang da oben ist echt noch nicht steil genug. Deswegen kommen da jetzt noch mal 4 Badewannen oder vielleicht nur 3 als Rampe hin. Das ist einfach immer noch nicht hoch genug. Da muss unbedingt noch eine dran. Deswegen zerflexen wir jetzt die Badewanne auch noch mal, dann ist es hier unsere Startrampe. Ich dachte gerade, dass alle am Arbeiten sind, aber sehe hier, der sitzt einfach im Stuhl. Ich habe nicht nur einen Stuhl gebaut, sondern auch noch die Badewanne abgesägt. Das ist schon genial, oder? Der Bademeister, der hat doch auch immer so einen Stuhl. Oh ja. Ja. Belastungstest für die Schweißnähte. Urlaub machen 2020. Echt so? Das Urlaub 2020 in Quarantäne auf dem eigenen Hausdach. So, damit es hier richtig schön aussieht wie in einem Wohnzimmer. Machen wir es an. Okay, Julian, schau mir das hier an. Die Kanten hier waren jetzt doch so scharfkantig, dass wir gesagt haben, wir machen hier dieses Vlies drunter. Das ist einfach so ganz normales Malervlies und dann Teichfolie drauf. Hier oben ist jetzt mega steil, da kann man sich kaum halten. Die Pläne, die professionell. Und das alles müssen wir noch machen, bis da oben. So, die letzte Folie kommt rein. Wir haben jetzt hier noch LED-Streifen gefunden. Vielleicht kennt ihr die noch von unserem Godzilla-Projekt. Und die machen wir jetzt auch noch an die Badewannenrutsche dran. Erik, meinst du, dass das eine gute Idee ist? Das sieht nachts schon richtig geil aus. Das sind 50 Meter LED-Streifen. Wir haben die jetzt hier professionell mit Tape
festgeklebt und sind mit einem Streifen komplett hier einmal runter und hier wieder hochgekommen. So, wir probieren jetzt die Lichterkette mal aus. Tata, es funktioniert. Ey, das ist so ein geiler Modus, aber den sieht man jetzt nicht. Die allerletzten Vorbereitungen werden jetzt hier getroffen. Vitus macht noch den Pool sauber. Eigentlich auf die Straße, oder? Ja. Oder zum Nachbarn. Was macht ihr da gerade? Berechnungsanlage aufstellen für unsere Rutsche. Wir pusten hier jetzt mal die Rutsche sauber. Wir testen jetzt mal das erste Mal die Pumpe. Kommt! Ich hab echt Schiss von hier oben. Wie wir dann wirklich auf der Rutsche rutschen, seht ihr nächsten Montag. Also abonniert unseren Kanal, ist echt ultra krank geworden.